Hallo, liebe Freunde. Ich bin hier heute an meinem Lieblingskraftort mit meinem neuen Tellerrock, tadam, und wollte ein paar Gedanken teilen über Energiekreisläufe. Habe mich extra hier so hingesetzt, dass er in seiner vollen Pracht sichtbar ist. Und für mich stellt sich immer mehr die Frage der Sinnhaftigkeit des Sporttreibens, insbesondere in einem Plastik-Fitnessstudio mit Plastikgerätschaften oder auch energetische Praktiken in Plastikkleidung, in Plastikleggings, besonders für Frauen relevant, abgeschnitten von der Yoni in dieser Kleidung, in einer Hose. Und das Thema wird noch ein paar Mal kommen auf meinem Kanal. Ich bin gerade einfach nur sehr ergriffen von der Natur, von der eigenen spirituellen Praxis, die ich heute gemacht habe, im Wald mit diesem Rock, mit dieser Glocke, was es mit mir gemacht hat. Und ich finde auch, energetische Praktiken sollten in wunderschöner, würdevoller Kleidung ausgeführt werden. Genauso wie das Arbeiten im Garten, genauso wie das Zusammensein mit den Liebsten zu Hause, genauso wie auch das Auftreten nach außen, was möchtest du nach außen darstellen, von dir zeigen, aber dann, was möchtest du nur für deine Liebsten, nur für deine Angehörigen. Und genauso ist es mit spirituellen Praktiken. Und wie viel mehr kann ich von der Mutter Erde schöpfen, wenn ich einen Sonnenrock habe mit 6 Meter Saum und einen eigens genähten Unterrock, auch wenn er im Wald ein bisschen dreckig und feucht wird. Alles Mutter Erde. Und wie viel Energie, wahrhaftiger Energie kann ich schöpfen in einer Plastikhose, auf einer Plastikmatte, in einem Plastikstudio. Das, was ich erlebe, das wünsche ich jeder Frau zu erleben, auch jedem Mann, in eigens genähter Kleidung, in einem Sonnenrock, Beckenbodenmuskulatur, Yoni-Training zu machen, schön barfuß, schön angebunden an die Mutter Erde, und wie viel mehr das die Lebenslust steigert, was es mit mir macht. Was es mit meiner Schönheit macht, mit meiner Weiblichkeit, mit meiner Sinnlichkeit. Ein paar kleine Einblicke zeige ich euch. Das Thema Yoga im Rock wird noch kommen. Dazu werde ich euch einige Sachen erzählen. Insbesondere, was es mit dir macht in einem Sonnenrock, wenn es sich das Ganze potenziert. Wenn das Ganze anfängt zu strömen, wenn das Ganze sich anfängt zu verwirbeln, torusmäßig, wenn du das dann mit den Torusfeldern anderer Wesen in Kontakt kommst, mit den Steinen, mit den Pflanzen, mit dem Moos, was da passiert. Darüber werde ich noch berichten. Hier nur so ein kleiner, sozusagen, Teaser. Jetzt kommen die Einblicke, musikalisch untermalt. Vor allem schaut mit eurem inneren Blick, wie die Energie fließt, was die Energie macht in so einer Art von Kleidung. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Victoria Viestas.